お前は。So, das hat wehgetan und damit willkommen zur Folge 14 bereits. Nein, zur Folge 15. Nein, 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 aber so geht's nicht. Unseres Yakuza-Let's Plays. Jetzt muss er doch dem Customer auch mal wehtun. Oh, alle begeistert. Ja, wie gesagt, im Ansatz sehr unglaubwürdig, aber auch ganz nett. こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですがどうかそれはご容赦願えませんでしょうか。なんだそんな。こちらのお客様このまま警察へ突き出されれば Naja, die Chance, dass das ein übler Prügler ist, ist ja schon auch da. Aber jetzt beeindrucke ich wahrscheinlich, den werde ich ja wohl gleich spielen, beeindrucke ich auch noch die Zuhörerschaft mit meinem Mitleid und meinem Großmut. Ach. 今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか? Ui, das allerdings auch nicht ganz günstig. 総店製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億を下ります。それ俺の。お客様を犯罪者にしたくない。 Nicht schlecht. 他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはください。So wie das Erpressung auf Japanisch. 100 Millionen N? Ja. 100.000, oder? 100 Millionen? Nee, ui. Mal 100 ist es. Also 1 Million Euro kostet ihn das jetzt. Ist jetzt noch keine 1 Million Euro am Abend um. Ah, ich bin noch etwas Algebra gehemmt in der Birne. So. Die setzen keine Millionen um, einfach 1000 N sind 10 Euro, also sind 100 Millionen. Naja. この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見ると、みんなそう言います。キャバレーグランドの支配人、真島五郎、総店堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。Eingebildeter Wichser, würde ich dazu mal sagen. Ja, die Schuhwichse ist der MH. Es war keine. Ja, was habt ihr gedacht? Also, nee. So, hätten wir jetzt nicht die Pause gehabt zwischen den beiden Folgen, wäre das eine relativ lange, fast ununterbrochene Cutscene gewesen. Und wenn ich es richtig kapiere, spiele ich jetzt ihn, also den Matsushima-san. Wenn ich ihn immer spielen darf.
支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや？落ち着いたか？はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしです。あいつの怪我は？いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまるで何もなしじゃ、モチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ、一応見張っときや。名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。スタッフは最近どんなんばいや？概ね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。So sind sie halt, die Frauen. Man muss sich immer um sie kümmern, sie machen einen wahnsinnig, aber dann gehen sie auch wieder raus und holen das Geld rein. Frauenweltbild der Japaner. Okay, jetzt werde ich hier gleich mal als Mädchen tätig werden. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Aber schön zu wissen, dass ich jederzeit speichern kann. Soll ich mal keine Leute domestizieren? Ach, schon ein kleiner Sprung vom ausgestoßenen Nachwuchs-Samurai, Samurai sage ich schon, Yakuza, zum Mädchen eines doch nicht ganz kleinen Cabaret-Clubs. Die Cabaret-Clubs sind so in der Nachtwelt so in der Mitte. Ich glaube, diese richtigen Hostessen-Clubs sind doch nochmal drüber angesiedelt, vor allem teurer für die Kundschaft. Und unten drunter gibt es dann auch noch irgendwelches komisches Zeug. Die Girls Bars. Die haben wir ja in der Zwischensequenz kennengelernt. Nee, mit der habe ich ja schon gesprochen. Ich möchte mit dem anderen da sprechen. Aber ich glaube, ich spreche automatisch mit beiden, oder? Ja, ja. Dann bringt mich das hier nicht weiter. Dann gehen wir mal nach unten. Es wird aber auch wirklich alles mitgetrackt. Also sie hat dauernd Streit, die ist relativ neu, wenn ich es richtig kapiert habe, und sie hat dauernd Streit mit anderen Hostessen oder weiblichen Servicekräften hier im Cabaret-Club. Und die hat mit Sakurako ein Problem. Erstmal ein bisschen vorsichtige Komplimente. Jetzt hoffe ich, dass es nicht die ganze Zeit gekratzt hat. Ich habe nämlich den Kopfhörer nicht hinten rumgeführt wie sonst. So. Naja, wird schon gut gegangen sein. Auch gut eingebildet.
Okay. Vielleicht sollte man etwas direkter werden. Ja, also, da müssen wir etwas für japanische Führungskräfte wohl offensichtlich Ungewöhnliches machen und ihr mal richtig einschenken. Naja. Weise Sprüche aus dem Management 101 Buch aus dem Sommerschlussverkauf, das niemand gekauft hat. Und sofort die Erkenntnis und Verhaltensbesserung. Tja, so geht das. Und ich sage euch, dass die beste Idee wäre, sie rauszuschmeißen sofort. Das wird nicht gut gehen. Jetzt wird noch der Wächter zu besseren Taten angeleitet. Der steht schon wieder an der Säule. Ah, der hat ein Problem, seine kleine Schwester. Also 5000. Okay. Also, mal kurz die Angestellten auf Trab gebracht, beziehungsweise weitere Probleme verhindert. Alle sind glücklich und jetzt kommt das erste echte Problem. なんだ、やっと持ってきた。おお。あんたは艦隊の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。 お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、
Ja, der ist vielleicht von der Polizei, oder? Er scheint ihn ja zu kennen, irgendwie. Irgendwas ist da jetzt anders als vorher. Wirkt jetzt auch nicht wie der typische, weiß ich nicht, Schnorrer. Han kenne ich jetzt nicht als Kürzel, aber scheint vielleicht für ältere Leute ein eher Suffix zu sein, ein ehrenvolles Suffix, wollte ich sagen. Vorgesetzter. Wir werden es erfahren. さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎。蒼天堀の夜の帝王だ。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ。なかなか気が利いてるな。やっぱりお前、仇が向いてるって。自分でそうは思わねえの。 あほぬかぜ、誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。それはお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人、 この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあ、この現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。 Für was das? 楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっとこまる。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんや。オーナー。何度目だろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね。俺には分からないよ。 Okay, die Sagawa Family. Der gehört wohl dieser Club. Er ist der Bigwig. Und er hat irgendwie abgelost, wurde aus dem Yakuza ausgestoßen oder beurlaubt und muss es in den Club führen. Ah, er hat Schulden.達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあ、そんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。そうしたら口利いてやるよ。で、おのれ。 なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。<笑>
ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。上等や、5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろう。極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわ。ほう、何でも。ああそうや、それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの？Soll das für einen Yakuza nicht eh normal sein, jemanden umzubringen? Also, wenn ich nicht viel kommuniziert habe in den letzten Minuten, dann liegt das daran, dass ich verzweifelt versuche, etwas Sinn in dieses Geschehen hier zu bringen. Aber gut. Also, das soll ihm 5 Millionen nochmal bringen, also jetzt in Euro. Aber doch, dann jetzt jemanden umbringen. Also wäre das die erste Folge einer Stunde der Kritiker, wäre ich sehr zweifelnd, was die nächsten 10, 20 Minuten anbelangt. Aber so gucken wir mal. Vielleicht ergibt das ja noch etwas mehr Sinn. Also, wer sich gefreut hat, mit mir endlich mal was zu sagen zu haben, als Manager eines Clubs, der erkennt, ich bin gar nicht so die coole Socke, wie ich gerade noch dachte. Das wiederum gefällt mir ganz gut. Vom überlegenen Superwichser zum, wie gesagt, ich rede von den Haaren, zum, ja, Laufburschen. Der erpresst wird. Jetzt muss ich wahrscheinlich Nachwuchs herbeischaffen. Nozomi wird es, glaube ich, ausgesprochen. ライバル店のナンバーワンを引き抜く。夜の世界は弱肉強食。ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。いや、わかりました。わかりました。Ich habe verstanden. わかります。Ich verstehe. わかりますか? Verstehst du? わかりません? Ich verstehe nicht.So, dann gehen wir doch mal raus aus unserem Club. Ich hoffe, der kann auch mal einige Minuten ohne uns überleben. Sicher ist das natürlich nicht. Und dann schauen wir uns zum ersten Mal in Folge 15 jetzt Osaka an.Go to Odyssey. So, erstmal die Karte anschauen. Ja, ist auch gar nicht so klein. Ist, glaube ich, größer als Kabuchiro oder wie sie das andere Viertel nennen. Also auch hier wieder eine Open Welt, eine offene World, wollte ich natürlich sagen. Und hier muss ich hin. Na, das schaffen wir. Aber dann möchte ich doch mal kurz mein Inventory ansehen. Ich habe natürlich nichts dabei, auch kein Geld. Ich meine, 30.000 ist ja wohl ein schlechter Witz.Das sind 300 Euro. Abilities, da ist auch noch überhaupt nichts ausgebaut. Naja,
Ist halt so. Oh Gott. Ich soll jetzt mit ihm kämpfen und er hat dann eine besondere Martial Arts Technik für mich. Okay. Okay. Dann gucken wir mal, was ich für einen Kampfstil habe. Shifty Eyed Man. Und auf einmal haben wir wieder Spectators. Wow, jetzt kenne ich was Neues, den Thug Style. Und soll ich den Eye Poke Attack gleich mal? Okay. Halt zweimal nur, ich habe jetzt dreimal gemacht. Zweimal. Okay, also. 1, 2, 3. Ich dachte, das sei... Hä? Irgendwie klappt das nicht ganz so. Also nochmal. 1, 2. Jetzt... Ah ja, und dann dreht er sich einen Moment um und dann kann ich wahrscheinlich ein Follow-up machen. 2, 3. Und jetzt... Und dann kann ich auch nochmal drauf treten, oder? Achso, ich muss noch einmal. Gut. Also ganz beeindruckend finde ich ihn ja noch nicht, ehrlich gesagt. Achso, halt, ich soll den Augenangriff machen. Okay, dann komm her. Also. 1, 2, 3. Und jetzt soll ich Essence of Choking einsetzen. Okay. Gut. Halt. Jetzt. Au. Wie jemand sich in die Luft hebt und sich umdreht, wenn man auf ihn drauf tritt, ist mir jetzt nicht ganz klar, aber ich denke, dafür gibt es eine Erklärung. So. Was ich mal bei Gelegenheit ist aber echt ausprobieren muss oder hinkriegen muss, ist dieses Rumzirkeln. Naja. Tatsächlich mal. Und von dem soll ich also was lernen? Ist das das, was ihr mir sagen wollt? Den ich hier so einfach dominiere. Au! Das ist kein Choking, das ist ein Genickbrechen. Aber er steht schon wieder auf. Okay, na dann. Ja, der kommt hier nicht ganz weg, gell? Da kann ich ihn eigentlich relativ easy erstmal drauf treten wieder. Komm her. Ja, irgendwie ist er da in der Endlosschleife drin, da kommt er nicht weg. Na doch, jetzt habe ich natürlich einmal daneben gehauen, da kommt er dann schon weg, aber jetzt. Oh! Und von dem Loser soll ich jetzt irgendwas lernen oder was? Naja. I will surpass you one day. I surpassed you already. So, Jack.
Na gut. Also, das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich soll immer noch nach Shokufuku, wie auch immer, gehen. Wenn ich hier wieder rauskomme. Hm? Ah, hier könnte ich angeln, auch schön. Jo, guck mal kurz den Fluss hoch und runter. Und dann gehe ich mal meiner Wege. Wobei, ich glaube, ich sollte mir auch mal ein bisschen Endo-Boxen zu besorgen. Also das, so. Also. So. Und jetzt komm. Ne, das hat auch nicht geklappt, was ich da wollte. So. Aber so kommt man zu Geld. Wie gesagt, der Nightclub-Manager, der hat halt sonst kein Geld in der Tasche. Ist ja auch völlig klar. Mercury wollte ich nicht hin, aber ich sollte jetzt echt mal mich um die Sushi-Geschichte kümmern. Ja, das wäre dann hier. Dass ich mich in Kämpfen heilen kann. Und dann soll ich auch langsam zum Ende kommen. Ich glaube, das mache ich, bevor ich dann den Odyssee aufsuche. Dann nehmen wir das gute Zeug. Also es gilt eigentlich immer mehr Geld gleich mehr Hitpoints. Nee, das natürlich nicht. Das ist was zu trinken. Ja, da kann man nie genug davon haben. So, mal lächerliche. Ja, gerne geschehen. 50 Euro ausgegeben für ein bisschen was zu futtern. Na, die Kombinis sind auch nicht günstig, aber sie sind halt so praktisch. Ja, und dann beenden wir hiermit die 15. Staffel. Wobei, vielleicht soll ich noch speichern gehen. Ich hab's ja. Und da speichern wir dann und machen vor dem Club Schluss. Und damit endet die 1, 2, 3, dritte Staffel aus 5er Sequenzen in meinem Let's Play. Okay, jetzt bin ich ja mitten schon drin. Und ja. Gucken wir mal, wie lange das Let's Play noch laufen wird. Langsam wird es ernst zum Verlängern. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und freue mich, euch bald wiederzusehen.